Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem etwas nicht geplanten Vlog und einer Ankündigung. Also es wird die nächsten Tage wahrscheinlich ziemlich wenig bei mir im Kanal passieren. Also die Woche, denke ich mal eher. Wie es nächste Woche aussieht, weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich jetzt erst in den nächsten Tagen. Ja. Und Grund ist halt mein Arm. Weil den darf ich nicht mehr bewegen. Also zocken würde gerade noch so gehen, weil ich den Daumen so machen kann. Also ich darf aber nicht. Also ihr könnt den Controller, seht ihr ja, den kann ich ja gerade noch so halten. Ein bisschen kann ich damit bewegen. Aber ich darf halt nicht. Ich werde mich wahrscheinlich nicht wirklich dran halten. Also ich werde wahrscheinlich ein wenig versuchen, eine Gameplay-Review zu machen oder sowas in der Art. Aber ich weiß nicht inwiefern und wie lange oder ob das wirklich klappt. Wenn ich denn die Gameplay-Review dann beende oder so und dann halt weitermache, wenn es mir besser geht, dann werdet ihr das schon hören im Video. Aber ich kann es halt nicht versprechen. Ich versuche es definitiv umzusetzen, weil es kommt ja noch einiges. Wartet mal, jetzt muss ich mir erstmal ein Loch in meinen Kaffee machen. Weil ich komme jetzt auch gerade vom Arzt. Ich muss jetzt jeden Tag zum Arzt. Verband wechseln, überprüfen und so. Ja, und ganz einfach, ihr wollt ja auch wissen, was ich habe, das will ich ja auch kundtun. Ich habe einen Katzenbiss. Ja, es klingt bescheuert, ich weiß, ich habe einen Katzenbiss. Und mein halber Arm, das ist hier bandagiert. So. Ja, ich habe genau hier in der Beuge, im Gelenk, habe ich den Katzenbiss von meiner Katze abgekriegt. Habe oben zwei, unten zwei. Und das Problem ist, oben geht es jetzt schon langsam. Ich habe jetzt eine Sepsis habe ich drin, also eine Entzündung. Also mit Katzenbissen müsst ihr wirklich extrem aufpassen. Ich hab das auch nicht gewusst. Ich bin nur hin, weil es geschmerzt hat. Und weil alle genervt haben, geh zum Arzt, ist wichtig. Geh zum Arzt, ist wichtig. Sonst wäre ich nicht zum Arzt gegangen. Sage ich so, wie das ist. Weil es ein Katzenbiss. Heilt, kommt, gut, beißt, geht wieder. Aber da das extrem tief war, oben durch den Muskel bis auf den Knochen und hier halt auch gleich auf den Knochen und hier an der Seite ist ja nur ein bisschen Haut drüber und dann gleich der Knochen und hier so hoch genauso, also da hat er gleich den Knochen erwischt. Mein Kater mache ich keinen Vorwurf, der kann nicht dafür, der hatte Angst. Ich habe ihn aus der Gefahrensituation rausgenommen vor dem Hund und ja, ist halt passiert, also ich mache den Tieren keinen Vorwurf, ja, und hatte halt vor lauter Angst. Weil er wirklich, das Herz ging wie so, ich habe mir auf dem Arm gehabt, ging wie so Maschinengewehr, hat er dann halt vor Angst dann zugebissen und hat mich halt erwischt, dummerweise. Und ja, dadurch hat es mich jetzt außer Kraft gesetzt. Und also hier oben die Beine, hat sie gesagt, da ist die Schwellung jetzt schon weg und ist aber noch entzündet und rot. Und aber die Schwellung und ja, das ist so schon, sieht schon besser aus als jetzt, also als gestern. Und hier an der Seite halt noch nicht. Und da ist auch schon zu, also da konnte das Desinfektionszeug und so nicht so wirklich wirken. Also es kann passieren, dass es oben vielleicht gut bleibt und an der Seite nochmal vom Chirurgen aufgeschnitten werden muss. Da muss praktisch um das Loch, wenn ihr praktisch jetzt meinen Finger als Loch seht, also von dem Biss, von dem Zahn, muss dann halt viereckig ringsherum weggeschnitten werden und ja, halt bis runter weggeschnitten werden. Da die Keime da durch den Katzenbiss drin sind, weg sind. Und da müsst ihr halt extrem aufpassen. Ich mache das Video ja nicht, nur um euch dazu sagen, dass ich jetzt halt demnächst erstmal außer Kraft gesetzt bin. Ich werde versuchen, so gut es mir möglich ist, vielleicht noch ein bisschen zu zocken. Vielleicht wird es dann halt nicht mehr eine Stunde, vielleicht wird es dann halt teilweise jetzt erstmal nur eine halbe Stunde. Und dann werde ich das Spiel, sobald ich dann wirklich fit bin, nochmal richtig versuchen zu spielen, eine Stunde so, dass dann halt erstmal eine Vorab-Gameplay-Review kommt von einer halben Stunde oder so. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalten werde. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe mir da noch nicht so den Plan gemacht. Ja, und jedenfalls will ich euch sagen, wenn ihr Katzenbiss oder Hundebiss habt, passt auf, geht wirklich gleich zum Arzt. Weil, ja, mein Kater kommt gerade. Also der hat mich nicht gebissen, der Weiße hat mich gebissen, der eigentlich wirklich ganz lieber ist.
Ja, geht wirklich, wenn ihr einen Katzenbiss oder einen Hundebiss habt, zum Arzt, weil im Maul der Katze und des Hundes sind bestimmte Bakterien und die kommen mit so einem tiefen Biss. Beim normalen Biss passiert nicht viel, wenn die immer so kurz zuschnappt oder so. Da ist halt nicht so schlimm. Aber der ist ja komplett durch und muskeldurch und alle drum und dran. Und da sind halt durch den Speichel die Bakterien halt auch auf den Zähnen und die kommen dann halt mit in diese Wunde rein. Und dadurch ist so ein Hundebiss bzw. Katzenbiss extrem schlimm. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Ja. Nicht? Ja, und der schnurrt hier, der will Aufmerksamkeit, der merkt, dass er Papa nicht gut geht. Ich werde mich jetzt auch gleich auspellen, Home-Klamotten an, mich aufs Sofa legen und Arm hoch und irgendwie Film gucken und so, irgendwie Schmerztablette noch nehmen und das war dann für mich heute auch. Ja. Also ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass halt jetzt die nächste Zeit entweder wenig oder gar nichts kommt. Also bis Freitag muss ich jetzt auf jeden Fall warten, hat sie gesagt, meine Ärztin. Und die passt halt auch auf. Ich soll wirklich den Daumen und die Finger nicht bewegen und die Hand allgemein nicht bewegen. Ich soll Fernsehen gucken und die hinlegen und so liegen lassen und nicht bewegen. Kühlen, ab und zu mal umdrehen vielleicht so ein bisschen, aber ich darf die Finger und die Hand, die Lenk vor allen Dingen nicht benutzen. Deswegen hat die mir gleich so einen dicken Verband gegeben, wo die Lenk gleich außer Kraft gesetzt ist, er kann kaum bewegen. Und wenn ich mich nicht dran hält, hat sie gesagt, verpasst sie mir einen Gips. Also die ist da auch knallhart, meine Ärztin, die will ja halt auch, dass es besser wird. Deswegen, ich weiß noch nicht, inwiefern jetzt die nächsten Tage was kommen wird, wie ich es schaffe und so. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ist ja gut, Digga, Mensch. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich da für euch was umsetzen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Na, ihr seht es ja. Aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich denke mal, was ich machen werde, ist, Festplatte habe ich gemacht. Ich wollte noch zu... Achso, die habe ich ja noch nicht getestet. Von Gaminger, die Bienen habe ich ja gemacht. Ja, ich denke mal, ich werde dann zu der 3D-Brille von Carl Zeiss und von der Sony, was ich vorhin ja hatte. Anfang diesen Jahres hatte nochmal Videos machen, weil die Videos sind ja abangekommen, die sind auf meiner geschrotteten Festplatte drauf, die waren schon da, die haben nur noch gefehlt, dass ich sie bearbeite und schneide und hast nicht gesehen und dann ist mir die Festplatte abgeraucht und jetzt habe ich das so die ganzen Monate so immer vor mir hergeschoben, da so ein Commentary zu machen, wo ich euch dann halt nochmal, oh Kater, wo ich die positiven und die negativen Sachen von den verschiedenen Brillen erzähle und ihr wolltet auch, dass ich die Bienen mal vergleiche. Die drei Videos werde ich dann vielleicht die Woche umsetzen, weil das kann ich. Da brauche ich nur sitzen, den Arm hochhalten und quatschen. Das ist ein guter Grund, das denn mal zu machen, weil das habe ich jetzt die ganzen Wochen, Monate vor mir hergeschoben. Auch für D-Link, den Router, das werde ich dann nochmal in Angriff nehmen, weil das habe ich immer so vor mir hergeschoben, weil so ein Commentary, ich wusste nicht, ob ihr das gucken wollt und ich hatte auch nicht so Lust dazu, das zu machen, weil das sieht auch doof aus, wenn ich dann nur da sitze und sage, ich habe das Gerät ja nicht mal mehr da, um euch das zu präsentieren. Ja? Um euch das zu zeigen, kann dann halt nur meine Erfahrungsberichte so erzählen und dachte, das kommt vielleicht nicht so toll und ist langweilig für euch, wenn ihr das Gerät nicht seht dazu. Deswegen habe ich es halt nicht gemacht. Aber ich denke mal, ich werde das jetzt, ja doch, ich werde es die Tage jetzt mal angreifen. Ich habe ja Zeit, werde jetzt, mein Camcorder ist schon wieder fast leer, den werde ich heute noch laden und dann vielleicht setze ich mich nachher noch dran und mache dann nachher schon das erste Video. Ich weiß es nicht, denk mal, das werde ich jetzt die Tage umsetzen können, weil ja, Hand ist ja außer Kraft und Camcorder brauche ich nur mal Knopf drücken und dann kann ich so sitzen und machen. Ja, und dann passt das schon. Ich kann ja nicht mal Zigarette stoppen. Ja, Baby, was guckst du? Ja, also die merken das auch, dass ich was habe. Die sind extrem liebebedürftig, seitdem das passiert ist. Und ja, sind extrem anhänglich. Die weichen mir keinen Zentimeter mehr von der Seite. Finde ich geil. Ja. Positiver Nebeneffekt. Ja. Nee, auf jeden Fall werde ich das halt versuchen, alles. Ich kann mir nicht mal Zigaretten stoppen, Leute. Ich kann mir nicht mal Zigaretten stoppen, weil ich kann ja die Hand nicht bewegen. Ja, und ich kann ja den Stopper nicht festhalten und mit der Hand machen, weil ich kann die Finger. Ja, ich kann. So kann ich machen, ja, aber ich kann nicht zugreifen. Also den Daumen kann ich nur so machen. Weiter kann ich den nicht bewegen, sonst habe ich höllische Schmerzen. Die Finger gehen schon. Ja, ich kann ja nicht mal zugreifen und den Stopper bewegen. Ja, deswegen werde ich mir jetzt auch noch nachher gleich los und mir eine Schachtel Zigaretten holen, weil das halte ich gar nicht aus. Liegst die ganze Zeit da, kannst nicht machen, kannst nicht mal rauchen. Furchtbar. Aber das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Mein Akku macht nämlich gleich schlapp. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.